Ihr Lieben, nach knapp zweiwöchiger Pause geht's hier weiter mit Interviews zu Germany's Next Topmodel. Ich glaube, die junge Dame an meiner Seite muss ich euch nicht mehr vorstellen, aber ich mach's mal trotzdem. Nuri ist am Start und ich bin sehr gespannt, was sie heute alles erzählen wird. Wir werden natürlich nicht nur über Topmodel reden, wir werden über ihr Leben reden, über ihre Vergangenheit, über die Kindheit, wann sie Model werden wollte, wie sie eigentlich in der Schule war, wobei sie muss gut gewesen sein in der Schule, weil sie studiert nämlich einen Beruf, der darauf abzielt, In der Schule zu in der sein. Schule zu sein und Ja. Schüler zu unterrichten. Und all das werdet ihr in diesem Interview erfahren. So, ihr Lieben, willkommen zurück. Also willkommen zurück an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, ich muss hier politisch korrekt sein heute. Manchmal passiert es mir, was ich jetzt nicht sage. Wir hatten jetzt ein bisschen Pause und jetzt sind wir wieder hier am Start zum Thema Topmodel. Ja. Ihr könnt Nuri bei Instagram folgen. Gerne, Gern, bitte. ja. Hat sich Instagram wenigstens ein bisschen gelohnt für dich? Ja, voll. Also Ja? ich glaube, ich bin noch einer der Models, die so ein bisschen Reichweite aufgebaut haben. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es einfach so, wir sind zu viele. Deswegen, ja, verteilt sich das dann so ein bisschen mehr. Wir sind mit 40 Leuten nach Teneriffa geflogen. Das ist eine Das ist mir Ansage. richtig, sind richtig viele und ich bin wenigstens eine die ein bisschen Reichweite aufbauen konnte. Dann, Leute, ihr habt es gehört. Folgt ihr bei Instagram, alles ist unten verlinkt, alles ist angepinnt und in der Infobox. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr noch welche Fragen habt, wo ihr sagt, Mensch, Ramon, wie konntest du das vergessen zu stellen? Ich glaube, du weißt, welche Frage ich auf gar keinen Fall vergessen darf. Die kommt aber erst am Ende. Und Ah ja, wir machen doch, sie, doch, doch, ich kann weißt du, es mir ne? vorstellen. Weißt du, Ja, ja. Wolltest du eigentlich schon immer Model werden oder was war so dein Traumberuf, als du Kind warst? also mein erster Traumberuf, wo ich mich daran erinnern kann, war Busfahrer. Okay, Ich also hatte nicht, dass ich so was gegen Busfahrer einen habe, aber. Spielzeugbus. Digga, dieser Träger. Oh ja, bitte, kein. Nee, ja, ich habe Wie heißt Haare, das? Leute, Wie heißt es? geht. Kein Blitzer, bitte Kein hier. Blitzer. Und wenn, ist was für die Quote. Ja. Nee, und dann wollte ich ganz lange Tierärztin werden, dann Modedesignerin ganz, ganz lange. Und dann hatten wir so ein Thema in der Schule, wo es darum ging, ja, wie realistisch ist welcher Job. Und da wurden ganz schnell meine Kindheitsträume gecrushed. Und Wieso? ja, weil dann gesagt wurde, nee, Sicherheit und damit verdient man kein Geld und so. Okay, Busfahrer, also Busfahrer braucht man immer. Ja, aber So, das was war so, war das als ich jetzt andere? 5 war. Okay. Und dann Tierärztin, dann habe ich gemerkt, dass ich keine Tiere umbringen möchte. Und Modedesignerin war dann so mein kreativer Berufswunsch, den ich dann, mein künstlerisches Ich, was das machen wollte. Und dann hatten wir das Thema in der Schule. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich will doch keine Modedesignerin werden. Und dann ging es eher in Richtung Biologie, Meeresbiologie. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hey, warum nicht in die Schule? Ich habe es ja einleitend schon gesagt. Ich habe dann plötzlich gemerkt, so, oh Ramon, eigentlich wolltest du noch gar nichts droppen. Da war ich mir selber unsicher. Aber du studierst Lehramt. Genau, ja, ich bin jetzt im 8. Semester. Und um Lehramt studieren zu können, braucht man gute Noten. Würde ich sagen, oder? Nee. Aber du hast ja Abitur. Ja, Also also ich Abitur meine, braucht man, um zu braucht man. studieren, beziehungsweise Fachabi, wobei ich bin an der Uni, weil Lehramt geht nur an der Uni und an der Uni brauchst du ein richtiges Abi. Bio hat 1,8, glaube ich, NC und Chemie ist NC frei. Und ist die Schule dir leicht gefallen? Ja, schon. Ich war, glaube ich, generell recht fleißig, mit Schule viel Spaß War, ja, gemacht. warst du eine Streberin? Also nicht unbedingt von den Noten. Aber vom Mindset auf jeden Fall. Ich war immer in der Echt? ersten Reihe. Ich habe immer viele Fragen gestellt. Ich habe mündlich mitgemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war so Also, eine. das finde ich krass, weil ich weiß nicht, liebe Leute, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe ja letztens im Talk mit Kilian gesagt, dass ich es tatsächlich geschafft habe in der Schule, als ich meine 6 auf dem Zeugnis hatte. Kein Scherz, wie du mich anguckst, so völlig entsetzt. Eine 6, ja, eine 6 ist peinlich. Ne? Also, ich kann heute drüber lachen, aber eine 6 muss man erstmal insofern schaffen, weil das ist halt wirklich so gar nichts gebracht. Das war übrigens in Mathe, falls ihr euch fragt. Ich habe das, glaube ich, nie verraten. Ja, nee, ich hatte das Mindset in der Schule leider nicht. Deswegen finde ich es schön, dass du gleich die richtigen Gedanken hattest, weil ich glaube, damit fällt es einem leichter, oder? Womit? Naja, also ich finde, wenn man gerne in die Schule Ach geht so, und ja. auch das richtige Mindset hat und auch natürlich aufpasst, was ich zum Beispiel auch nie gemacht habe, dann fliegen einem die Sachen natürlich eher zu, als wenn man da sitzt, so wie ich früher, und man eigentlich keinen richtigen Bock hatte. Es ist auch ehrlich gesagt viel langweiliger, sich die Zeit zu vertreiben, wenn man nicht zuhört. Das ist viel, viel Ja. schwieriger, als wenn man einfach zuhört und ein bisschen mitredet. Dann geht die Zeit viel schneller rum. Das ist eine sehr erwachsene Aussage, liebe Nuri, aber ich hatte diesen Punkt als Kind nicht. Aber Ja. du anscheinend schon. Ja, naja, das Ding ist, ich habe so ein bisschen das Negativbeispiel zu Hause gehabt. Meine Mutter hat die Schule, ja, war eher an anderen Sachen interessiert. Okay.
so ihre Ballett, meine Mutter hat Ballett getanzt und das hat sie gerne verfolgt und dann ein bisschen ihren Weg so verfolgt. Aber am Ende des Tages hat es dann nicht ganz so funktioniert und ich habe dann gesehen, oh, ey, vielleicht sind die ein oder anderen Probleme, die sie jetzt hat, zurückzuführen eben auf die fehlende Schulbildung. Okay. Und dann habe ich gedacht, ey, ich mach's besser und ich mach's anders. Du warst sehr schlau in jungen Jahren schon. Ja. Wie war denn, also ich meine, gerade so Pubertät und alles, ich kann ja sagen, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Jetzt nicht nur, weil ich die Schule nicht so sehr mochte, sondern als ich so langsam gemerkt habe, dass, was ich bin, wer ich bin, so ein bisschen auch in welche Richtung vielleicht meine Sexualität geht. Ich wurde da schon immer negativ drauf reduziert, bevor ich das überhaupt wusste. Deswegen, ich bin nicht so gerne in die Schule gegangen. Für mich war das immer so, weiß ich nicht, eigentlich der Ort, an dem ich am wenigsten gern war. Ja. Problem ist, ich war auch nicht gern zu Hause. So, das ist natürlich bei mir schwierig gewesen. Ich war, ne, aber bist du gut mit allem klargekommen? Ich meine, du hast ja auch, also was heißt auch, du hast einen viel krasseren Weg gegangen als ich jetzt, aber... Ja, ich habe immer Freunde gefunden tatsächlich. Also ich habe oft die Schule gewechselt, vor allem im Grundschulalter. Aber ich habe immer schnell Anschluss gefunden, vor allem bei den Mädels, weil ich war so ein bisschen auffällig. Ich war so der kleine Junge, der bei den Mädels dann irgendwie angekommen ist mit den gleichen Hobbys und mit den gleichen Interessen. Und da, ich weiß nicht, hat das geklickt. Die Mädels waren voll fokussiert auf mich. Und deswegen habe ich immer schnell Freunde gefunden, die mich supportet haben, wie ich bin. Weil kleine Mädchen interessieren sich nicht dafür, was mit dem Jungen ist, ob der jetzt ist, ob der jetzt trans ist oder so. Das war vollkommen egal in dem Alter. Wir waren da so, keine Ahnung, 10, 11 oder so. Die mochten einfach, dass ich ein cooler Junge war, nicht so wie die anderen. Darf ich da noch so ein bisschen nachhaken? Ich finde das total spannend. Ich will dir aber jetzt nicht, dass hier du denkst, boah, jetzt reduziert er mich darauf. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich war natürlich auch bei den Mädels so der coole Junge, weil die wahrscheinlich schon geahnt haben, was ich noch nicht geahnt habe, was mal so bei mir passiert. Aber wie war das denn für dich? Also als du der kleine Junge warst, der in der Mädchengruppe war oder wie auch immer, war dir schon klar, ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, mit mir stimmt was nicht, weil mit dir ist ja alles richtig, aber ich habe ja auch in mir immer gemerkt, da ist was anders als bei den anderen. Doch, ich habe es dann auch gemerkt. Das war dann so vierte Klasse, wie hat das dann in der vierten so 19. Da habe ich dann auch meine Barbie noch gehabt und ich glaube, ich hatte so eine Situation, da war ich so auf dem Spielplatzdach, habe ich da so gechillt, habe so meine Barbie angeguckt, habe die anderen Kinder angeguckt, wie die Fußball gespielt haben. Ich war so, irgendwas ist da falsch und ich muss mich anpassen. Weil du mit Puppen gespielt hast? Ja, ich habe mit Puppen gespielt und andere in meinem Alter haben halt Fußball gespielt. Und dann habe ich mich dazu gezwungen, Fußball zu spielen. Das war bei mir genauso. Ich habe auch mit Puppen gespielt, meine Eltern haben mir auch Puppen geschenkt. Ich habe mir ehrlich gesagt komischerweise diese Frage nicht so gestellt. Ich habe auch nicht Fußball gespielt. Ich war der einzige Junge, der nicht mit Fußball gespielt hat. Ich fand das immer total langweilig, habe mich überhaupt gar nicht interessiert. Aber es ist witzig, dass wir quasi so, dass es da schon so Parallelen gibt, obwohl es ja dann trotzdem noch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich muss auch sagen, als ich so das eine Kinderfoto von Kilian gesehen, was er irgendwie neulich gepostet hatte, habe ich mich auch drin gesehen. Ich habe mich auch gefragt, hey, wo ist der Unterschied zwischen, okay, ich bin offensichtlich ein Mann, der sich auch gerne irgendwie verkleidet oder so und mit weiblichen Dingen spielt. Und wo ist dann die Grenze zu, okay, ich bin das Mädchen. Das ist aber wann kam denn der Punkt? Also ich meine, hast du dir einfach, warst du quasi ein Junge und hast dich als Junge akzeptiert und hast halt gedacht, ach, wir holen jetzt hier viele Schubladen raus. Wenn Mädchen Sachen sagen, ne, natürlich kann auch, jeder kann spielen, wenn er will, aber ich will das mal, dass wir das sehr plakativ mal als, genau. 2007 und 2010, das waren so meine Kindheit, also, oder deine Kinder in den 90ern. Ja, so, auch. Das sind, also da war das einfach so, Leute. Nein, also bei mir war das, ja, bei mir ist ja noch ein paar Jahre mehr her, deswegen will ich auch mal diese Schubladen aufmachen, und weil du redest ja auch davon, es war in der Zeit einfach, das war irgendwie, ne? Der Junge spielt quasi nicht mit der Puppe und der Junge hat Fußball zu spielen. Ja, genau. So, dass das heute alles ein bisschen überholt ist und es natürlich trotzdem noch Menschen gibt, die daran festhalten, ist uns klar. Aber war das für dich ein Problem? Also hast du dir so gedacht, ich bin ein Junge, aber ich fühle das gar nicht, ich will eigentlich ein Mädchen sein, oder war das bei dir irgendwie anders? Ich habe das schon gemerkt, ich habe das auch verbalisiert zu meiner Mutter. Ja? Also gerade, wenn es um Sachen anziehen, Klamotten waren für mich ein Ding. Das Spielen gar nicht mal so, weil ich hatte viele Interessen. Ich habe auch Dino gespielt mit meinen Kumpels in der Kita oder so. Aber wenn es dann darum geht, was ich anziehen soll oder wie meine Haare auszusehen haben, da war ich dann sehr, okay, ich will die langen Haare haben, ich will das Kleid anziehen, ich will die Ballerine haben. Dann habe ich mir bei Deichmann die Sneaker oder diese Winterstiefel mit so einem Mini-Absatz, und ich habe mich toll gefühlt.
das waren so die Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, okay, da geht es schon eindeutig in die Richtung, dass ich mich nicht nur verkleiden will, ja, sondern ich will täglich so aussehen. Und bist du so in die Schule gegangen? Ja. Mit Kleid? Nee, das hat mir meine Mutter verboten. Hm. Nicht, weil sie, also ich durfte es zu Hause anziehen, aber sie hatte halt Angst, dass ich gemobbt werde, weil sie hatte, glaube ich, schon von vornherein eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Also meine Mutter hatte auch viele Leute in ihrem Freundeskreis, die schwul waren und so, und sie dachte, okay, ich werde halt ein schwuler Junge. Deswegen hat sie mich insofern da ein bisschen versucht zu beschützen. Als Kind merkt man das natürlich nicht oder versteht es nicht. Und das war ein bisschen kacke. Ich habe meine Haare versteckt, meine Mutter hat die Haare dann abgeschnitten halt so, weil mein Bruder die auch kurz bekommen, ich habe die dann auch kurz bekommen. Da gab es Theater wahrscheinlich dann. Ja, ich habe dann so wie Kopftuch getragen, weil ich meine Haare nicht zeigen wollte, weil ich das peinlich fand. Ich wollte es nicht. Ich kann den Gedankengang deiner Mutter verstehen. Ich weiß, meine Mutter hat auch mal so ähnliche Sachen. Ich hatte mal so eine Phase, da war das noch nicht ausgesprochen, aber da war ich sehr feminin in meinen ganzen Bewegungen und allem. Da hat meine Mutter auch gesagt, lass das lieber, weil mach das zu Hause, mach das nicht öffentlich, weil die Leute werden auf dich losgehen. Wann kam der Punkt? Also ich habe den Eindruck gerade, so wie du sagst, deine Mama hat es von Anfang an einfach so mitgetragen und es war total okay. Ja. Und wann kam der Punkt, wo ihr euch wirklich dafür entschieden habt, diesen Weg zu gehen? Also irgendwann braucht man ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sage, man braucht die Diagnose einer Geschlechtsdysphorie, damit man auch eine Hormonbehandlung bekommt. Die kriegst du dann nicht einfach so. Ja. Und das habt ihr dann einfach gemacht. Also das war eigentlich, ich war in der Wohngruppe und ich bin wieder nach Hause gekommen. Das war also mit 11, kurz vor meinem 12. Geburtstag. Und meine Mutter hat es ein bisschen beobachtet noch weiterhin, das war dann 2014 und da war das Thema dann, glaube ich, schon ein bisschen medialer. Mhm. Und sie war dann auch so, okay, Nuri, komm, wir gehen mal wohin. Mhm. Und dann war das eine Schwulenberatung in Berlin, Queerleben heißt dieser Verein. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Ich habe es mal gehört, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext, ja. Da haben wir dann mit ein paar Leuten gesprochen. Und ich meine, habe mich dann halt mit dem Thema ein bisschen konfrontiert und meine, ey, es gibt sowas wie Transsexualität. Und dann habe ich gemeint, okay, das ergibt Sinn. Und dann habe ich diesen Begriff angenommen und hatte dann so eine ambulante Betreuung, so eine Betreuerin, das haben wir mit dem Jugendamt geklärt. Und die hatten mir dann geholfen. Und dann habe ich Therapie angefangen und der hat dann mit mir auch herausgefunden, welche Art von Diagnose das geht. Das war dann auch recht eindeutig. Aber wie lange hat denn das gedauert? Weil ich meine, man geht ja jetzt nicht einfach zu einer Beratung und sagt irgendwie, also nicht irgendwie, aber ich meine, die setzen sich mit dir auseinander und dann sagen die, pass auf, es könnte sein, dass du trans bist. Und dann sagst du, ah ja, okay, verstehe, das sind die Faktoren, die auf mich zutreffen, aber dann vergeht ja wahrscheinlich erstmal noch Zeit, oder? Nicht, weil... Nur 2 Monate waren das. Ah ja, gut, das ist dann schon zügig, ne? Ja, ich war im Februar da. Und im April habe ich die Therapie angefangen und im November war ich dann das erste Mal beim Endokrinologen. War das für dich alles noch relativ, du wirkst ja sehr selbstbewusst und ich habe immer, wenn du gerade so erzählst, ich habe das Gefühl, dass es für dich alles sehr, ich will jetzt nicht sagen easy, aber dass du da nie ein Drama für dich draus gemacht hast. Nee, also ich hatte nie diesen Selbsthass in dem Moment, also Selbsthass schon, dieses, oh Nuri, das darf nicht sein, du musst doch ein Junge sein, das hatte ich nie. Ich war voll so, ah, okay, ich bin Mädchen. Weil ich habe das ja offensichtlich auch irgendwie gemerkt und ich hatte Spaß dran und es ist auch nicht weggegangen, dieser typische Spruch, das ist eine Phase. Also eine Phase geht nicht 12 Jahre. Ich fange jetzt hier total an, ein bisschen panisch zu werden, weil ich jetzt natürlich auch so Fragen stelle, die man jetzt bestimmt auch missverstehen kann, weil ich weiß, was du meinst mit der Phase. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel mich als Kind beobachtet hätte, ich habe gerne die Absatzschuhe meiner Oma getragen, ich habe mir gerne mal einen Rock angezogen, ich habe ausschließlich mit Barbies gespielt und ich sag mal, deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt, das waren jetzt ähnliche Sachen wie bei dir, aber man hat mich einfach gelassen, man hat es bei mir gar nicht, bei mir wurde das gar nicht thematisiert, es war einfach okay, was ich mache und man hat mich einfach machen lassen und irgendwann habe ich ja selber gemerkt, in welche Richtung das geht. Ich konnte es irgendwann selber benennen. Ja. Deswegen fand ich es gerade so... Ja, ich glaube, das Wichtigste an der Stelle sind Rollenspiele. Ich habe da mit meinem Psychologen mal drüber gesprochen. Rollenspiele hatte ich mal so ein bisschen pervers an, aber Rollenspiele im Sinne von, weil Kinder spielen ganz viel nach, ne? Und dann kann man herausfinden, in welcher Rolle fühle ich mich besonders wohl und es ist eigentlich Learning by Doing. So, und wenn ich merke, okay, ich fühle mich echt wohl, wenn ich ein Kleid anhabe die ganze Zeit, dann wird da wahrscheinlich was dran sein, dann verfolge ich das auch. Es war ja auch, du hast auch gerade gesagt, es war ein Prozess von wie lang? 14 Jahren? Ja, also ich meine 12 Jahre. 12 Jahre. Dieser ganze Prozess hat ja stattgefunden, während du quasi noch in der Schule warst. Wie wurde das denn da angenommen?
Ja, ich habe jedes Jahr die Schule gewechselt. Echt? Ja, ich Okay, habe. dann klingt jetzt die Schulzeit ja nicht mehr so nice, muss ich ehrlich sagen. Ach so, nee, die Schulzeit an sich war auch nicht nice. Ich bin gern zur Schule Okay, gegangen, du bist ganz zur Schule gegangen, aber die aber. Schulzeit war nicht nice. Nee. Ich habe in der Grundschulzeit, das ist in Berlin 6 Jahre, habe ich 7 Mal die Schule gewechselt. Du hast in 6 Jahren 7-mal die Schule gewechselt, Ja. weil du so warst, wie du warst? Nee, weil ich Probleme zu Hause hatte. Ah, okay, und dadurch, Und dann okay. mal irgendwie in einem Heim war für ein Jahr, dann wieder zu Hause, dann sind wir umgezogen, dann ist zu Hause was passiert, dann war ich in so einer Notunterkunft für Jugendliche und Kinder, war dann nochmal für 2 Monate in Potsdam auf einer Schule, dann bin ich nach Niedersachsen gekommen, war da in der Grundschule nochmal, dann auf dem Gymnasium in Niedersachsen, weil es in der 4. Klasse war. Dann bin ich nach einem Jahr wieder nach Hause gekommen, war in der 6. Klasse und dann war in der 7. Klasse das Gymnasium und dann bin ich da geblieben. Konntest du das aufarbeiten? Ja, ach, ja. Das, sagt man so. Oh Gott, ich will dir das nicht Ja. absprechen. Ich kenne das selber. Ich habe auch, also ich habe zwar nicht auf die Schule gewechselt, aber ich musste auch von zu Hause weg, weil es nicht mehr ging. Mit dem Unterschied, dass ich einmal weg bin und nie wiedergekommen bin als Kind. Und ich dachte auch, ah cool, jetzt bin ich ja weg und alles ist cool. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich viele Jahre noch gebraucht habe. Nicht um das auf, also doch, ich glaube schon, um es aufzuarbeiten. Nicht, weil ich im Alltag mir Gedanken drüber gemacht habe und so Aber dachte, es oh, kommt meine Kindheit, wieder. aber es holen dich Sachen ein, für die du nicht auf dem Zettel hast, weil ja dieser Weg, den du gegangen bist, ja, noch viel extremer war als das, was ich gerade angeschnitten habe, weil ja dieser Weg für ein Kind auch nicht normal ist. Und Nee, ich das ist nicht kann, das, was ein kleines Kind erleben genau, und ich sollte. kann sagen, jetzt für die Leute da draußen, die sich vielleicht irgendwie auch angesprochen fühlen, sagen, boah, meine Kindheit war aber irgendwie auch crazy. Ich kann dir sagen, dass ich ganz oft bis vor vielen Jahren noch so Bindungsprobleme mit Menschen hatte, Ja. weil, ich sage jetzt mal ganz radikal, weil mir ja auch irgendwie, und vielleicht kannst du das bestätigen, so elementar wichtige Dinge einer Kindheit genommen werden. Auch so dieses Vertrauensverhältnis zu den Eltern, dieser Schutz, den ja eigentlich Eltern einem geben sollten. Und den habe ich nicht bekommen, sonst wäre ich nicht weggegangen. Sonst wär ich war ja Ja. auch in so einem Heim und so. Weißt du, was ich meine? Also sonst war alles Sachen, wo ich sagte, okay, das habe jetzt geklappt, aber da bin ich schon, da habe ich schon Defizite dadurch. Und ich glaube, das Ja. kann ich auch nie ausbügeln, weil, wie auch, es ist ja Ja. passiert. Deswegen finde ich es lustig, in Bezug auf die 9. Folge zum Beispiel. Na, da habe ich Ja, ja im Interview geweint, wegen als dieser Familienthema. Ich habe wegen. sofort, da war sofort wieder ein Bonding. Da hatte ich ja vorher schon, da dachte ich, kenne ich. Ja, und da habe ich ganz viele Kommentare gelesen, wie, was kannst du denn da dafür? Ja, nichts kannst du da dafür. Das habe ich auch nie gesagt übrigens. Aber das sind dann so Momente, wo es einen einholt. Und es wird auch immer wieder kommen, immer wenn wir über Familie sprechen oder so, das wird wieder hochkommen, weil Familie einfach ein Wunderpunkt bei mir ist. Weil ich keine Familie wirklich gründen kann und weil ich einfach kein gutes Verhältnis zu meiner Familie habe. Und ich habe, glaube ich, der größte Schaden, den ich aus der ganzen Sache gezogen habe, ist, denke ich, Verlustängste und Selbstwertprobleme. Na, weil ich dadurch halt immer so das Gefühl bekommen habe, hey, du bist nicht viel wert, du wirst nicht geliebt. Ich kenn die ganzen Und ich habe das Gedankenkarusselle. mit Schule kompensiert, deswegen war ich dann gut in der Schule, weil ich durch gute Noten versucht habe, die Anerkennung von außen zu bekommen, von meiner Familie oder so. Zu dumm, dass meine Mutterschule nicht wichtig war. Und Ja, aber jetzt macht das natürlich, jetzt wird das Bild ein bisschen. da gibt es mehr Ja, Sinn. aber möchtest du mal Kinder adoptieren? Ja, Ja? unbedingt. Ja, am besten so 3, 4, vielleicht 5. Also du möchtest auch da die Gedanken, du hast das Bedürfnis einer unglaublich großen Familie, Ja. wahrscheinlich, weil du selber keine hast. So, Ja, kenn das, und ich will ja. es besser machen. Und ich will irgendwie mir selbst beweisen, auch dass ich trotz meiner Erfahrungen, vielleicht auch gerade wegen meinen Erfahrungen, was mitgeben kann meinen Kindern. Und ich glaube, deswegen wirke ich vielleicht auch ein bisschen älter. Ich habe nicht oft gelesen, dass ich viel, viel älter wirke. So Du 29, das ist ein bisschen hart. Danke, Also Leute. optisch jetzt nicht, aber du wirst, also ich weiß, die Leute sagen immer, ja, aber Reif hat diesem Alter zu tun. Ich finde schon, manchmal schon, also natürlich, weil das ist ja die Lebenserfahrung, die wir alle haben. Ja. Natürlich, also sonst würde ja Lebenserfahrung gar keinen Sinn ergeben. Ne? Natürlich gibt es ja Menschen, die sind 50 und benehmen sich wie, keine Ahnung, eine Ja. 12-Jährige so, aber genau, gut, aufgepasst, gleich gemerkt, Nori. Ja, ich war 10 Folgen dabei, Leute. Ja, Ich ich merke geübt. es, aber hattest du dann gerade bei Germany's Next Topmodel, wenn du gerade von diesem Familiengefühl sprichst, war Ja. das dann für dich das Nonplusultra, mit Menschen, mit denen du dich gut verstanden hast, in so einer Villa zu wohnen, wo man gemeinsame Erfahrungen macht Und keiner kann weg. und keiner kann weg? Ja, weil wir immer auf den Haufen saßen. Aber da hat man es auch gemerkt. Ich habe zum Beispiel immer versucht, mich mit jedem gut zu stellen. Deswegen, ich hatte gerade in LA dann auch ein bisschen das Gefühl von, ja, Außenseiterin zu sein.
weil ich war halt mit vielen gut, ne? Und die sind am Anfang alle rausgeflogen. Ne? Sei es jetzt eine Lilian, sei es ein Max, sei es Marcia oder Livy. Es waren alles Leute, die ich, oder Yannick, mit denen ich echt gut war. Und die sind einer nach dem anderen geflogen. Und am Ende war ich nur noch mit Zara und Grace alleine und Lukas. Und ja, dann bin ich geflogen. Ja, gut, das hat man gar nicht so krass mitbekommen, mit wem du eigentlich. Nee. Ne? Also, wenn man jetzt fragen würde, wem war jetzt Nuri Klaus oder wer war die Gang, so weiß ich Nee. nicht. Aber die Leute wussten es halt. Und dann zum Beispiel andere Gruppen wie Khadija, Maxi, Lilly, Frida, von denen ist gar keiner gegangen. Oder von der Heten Habt ihr Squad. so genannt? Nee, ich habe die nur so genannt. Im Nachhinein oder schon im Die Heten, Geheimwort? das habe ich schon in Folge 1 gesagt, wurde auch rausgeschnitten. Aber zum Glück. Nicht, dass man dir noch Framing unterstellen würde. Nein. Aber wie war denn das denn, wenn du sagst, ich kenne auch all diese Themen ja schon alle hinter mich gebracht mit Selbstwertgefühl und man möchte sich immer aufwerten durch Leistungen Ja. auch, ne? Weil man dadurch ja eine Anerkennung bekommt. Wie ist denn das denn für dich in so einem Format? Da geht es ja ausschließlich um Leistung. Und das auch immer im direkten Vergleich Mit anderen. mit 40 anderen. Am Anfang ja sogar noch mehr. Ja, war nicht so easy. Und ich glaube, man hat mir auch angemerkt, dass der Druck irgendwann auch sehr hoch wurde bei mir. Ich habe in verschiedensten Situationen angefangen zu weinen. Ich bin generell eine Heulsuse. Und das hat man dann gemerkt, sei es jetzt allein in Folge 3, wo Heidi mir gesagt hat, ey, sie hat mir ja nicht mal was Schlimmes gesagt. Sie meinte nur so, ich habe mehr erwartet. Aber allein dieses Wort Erwartungshaltung ist so auch ein Trigger bei mir, dieses, ich bin enttäuscht. Das ist für mich so was Schwerwiegendes, weil scheinbar hat jemand sich getäuscht in mir. Und das tut mir sehr weh. Und dann, dass ich in so einer Situation dann anfange zu heulen, kann man von außen ein bisschen als dramatisch bezeichnen, war es wahrscheinlich auch. Aber es hat mich halt mitgenommen. Und das war. Da waren wir eine Woche am Drehen. Hast du eigentlich noch mehr geweint, als das man gesehen Ja. hat? Ja? Ja, vor allem in Folge 9 vor Kilian und Jutzheim. Da habe ich enorm viel geheult. Das ging gar nicht klar. Man hat mich zwar so ein bisschen Tränen sehen, ich hatte rote Augen im Fernsehen, aber es war nicht so, dass ich geheult habe. Wie bist du eigentlich zu Topmodel gekommen? Hast du dich vorher, also klar, du hast dich beworben, ist schon klar, aber hast du dich vorher schon mal beworben? Und hast jetzt einfach gedacht, ey, ich mache jetzt hier mein Studium nebenbei und habe jetzt mal Bock auf, keine Ahnung, Ja, mehr Erlebnisse. ich habe ja erst im Moment, wo ich überlegt habe, bei Topmodel mitzumachen, war die Staffel mit Kim. Also Oh, das schon ist eine ja Weile, schon. ja, schon eine Weile her. Dann die Staffel mit Celine, habe ich mir geschworen, wenn Celine gewinnt, werde ich zu Germany's Next Topmodel gehen. Hat auch wieder ein bisschen gedauert, würde ich sagen. Ja, dann noch ein bisschen Aber, also ich gedauert, aber ich meine, war ja auch Celine hat. minderjährig. Ach so, ja, okay, gut. Ich war ja, Ja. war Celine hat gleich 2017 gewonnen. Ja, oh, Mensch, du bist ja mindestens genauso Experte wie ich. Was ist denn da los? Ja. So, das kommt ja wie aus der Pistole. Ja, das war so die Vor. Ich habe die letzten Jahre zum Beispiel gar nicht richtig verfolgt, dann mehr, weil ich ein bisschen noch andere Sachen zu tun habe. Ich bin dann erwachsen geworden, ich habe mein Studium angefangen, ich bin umgezogen. Natürlich guckt man dann nicht mehr das, was man mit 16 geguckt hat. 2017, da war ich 15, da bin ich viel zu jung gewesen. Okay. Und als ich dann 18 wurde, da fing es dann an, dann bin ich von zu Hause weg, dann war Corona, dann bin ich dick geworden. Und das waren so Sachen, mit 88 Kilo hätte ich mich niemals getraut, Okay. zu GNTM zu gehen. Warum hast du zugenommen? Keine Ahnung. Also hast du jetzt durch den Lockdown und alles, also ich meine, das hat ja viele Leute beschäftigt, hast du da dann viel, keine Ahnung, Gegessen. überdurchschnittlich viel mehr gegessen oder? Nee, einfach nichts. Ich Okay. weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Mein Endokrinologe hatte keine Ahnung. Ich habe Fasten gemacht, Intervallfasten. Und auch irgendwann, als ich so allein 10 Kilo zugenommen habe, da war ich schon so, hä, was ist denn jetzt los? Dann habe ich Intervallfasten gemacht, habe nur eine Mahlzeit am Tag gegessen und ich habe jeden Tag Sport gemacht. Und ich habe zugenommen. Jetzt würde man normalerweise sagen, zunehmen ist per se nichts Schlechtes und 10 Kilo mehr auch nicht, aber du erwähnst es ja gerade in einem Kontext, der dich nicht wohlgefühlt hast. Nee, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und vor allem nicht, wenn ich in einem Jahr 33 Kilo zunehme. Okay, Das war krass. dann, ne, nach einem Jahr war ich dann bei 88 Kilo auf einmal, obwohl ich immer eine 55 war. Und das ging dann wieder runter und dann hast du dich bei Topmodel beworben. Ja, genau, So dann ging es ungefähr, oder jetzt. wie? Ja, das ging ja ein bisschen runter. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie. Also, ich habe natürlich weniger gegessen, ich habe Sport gemacht, aber das habe ich vorher eigentlich auch gemacht. Ich glaube auch ein bisschen Psychologie steckt da auch dahinter. Und vielleicht habe ich auch nicht ganz so gesund abgenommen teilweise. So. Okay, machen wir jetzt keine Werbung für, ne? Nee, natürlich nicht. Also ich werde jetzt nicht nachfragen, das wollte ich damit sagen, ja. Ja, aber dann kam noch was anderes dazwischen, weswegen ich mich dann wieder nicht beworben habe. Dann bin ich so ein bisschen
ein bisschen psychische Probleme. Okay. Aber und ich bin dann so ein bisschen in Selbstverletzen und so reingerutscht. Das war jetzt auch nicht so die Situation, wo ich dann sage, ich gehe zum Topmodel. Aber hast du dann Hilfe bekommen? Ein bisschen später, aber ja. Okay. Also das heißt, gedauert. Du warst dann ja auch in einer, ich sag mal, Therapie. Also ich habe bis auch heute in einer guten Verfassung, also man kenne dich jetzt nicht so gut, aber den Eindruck, ja, also weiß ich jetzt nicht, ob du es gerade spielst, aber den Eindruck habe ich, dass du... Ich bin da drüber, also das war 2022, das ging dann so ein halbes Jahr, dass es mir richtig dreckig ging und dann hat sich das auch gebessert, dann habe ich auch irgendwie den Entschluss gefasst, ich will was ändern und ja, in der Zeit habe ich mir auch die Haare kurz geschnitten, das habe ich auch gar nicht gefühlt. Wie kurz? Sehr kurz. Ja? Ja. Das passt aber eigentlich nicht ins Bild, was du mir vorhin erzählt hast mit der Kind. Also klar, man verändert sich als erwachsener Mensch. Nee, das war auch in der Phase, wo ich durchgedreht bin. Also waren sehr kurz, ja? Kürzer als meine? Nee. Okay, aber so... Nee. Aber schon so wie du jetzt. Okay. Ich habe auch Piercings gestochen, ich habe mir alle möglichen Sachen gemacht. Ich also nochmal so eine richtige Rebellionsphase. Also klingt auf jeden Fall für mich danach. Ja, ich hatte Septum, ich habe mir die Ohren gepierst, ich habe meine Brust selbst gepierst. Also bitte nicht nachmachen, liebe Leute, an dieser Stelle. Nein, Leute, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, das ist sehr, sehr gefährlich. Und dann hast du den Aufruf gesehen von Heidi... Oder hast du dich beworben, bevor man wusste, dass auch Männer mitmachen dürfen? Oder hast du dich davor? Ja. Und dann hast du erfahren, Männer, und dachtest dir, oh nee, bitte nicht so. Also ehrlich gesagt, ich habe gewusst, seitdem ich Selma gesehen habe, weiß ich, okay, Nuri, das ist jetzt so das Zeichen, du musst denken. Weil Selma war auf meiner Schule. Ihr wart zusammen in der Schule? Ja. Also kanntet ihr euch auch von da? Mhm. Aber ihr wart jetzt nicht so befreundet oder so? Ich bin mit ihrem Bruder befreundet. Ah, und hast du Tipps geholt auch mal so vorher? Ich habe mich vorher mit ihr getroffen. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich vor Teneriffa mit ihr getroffen, weil sie hat es dann auch recht schnell mitbekommen, dass ich bei GNTM bin. Sie war dann so, also ihr Bruder hat mich dann angeschrieben, so, ja, meine Schwester hat mir erzählt, du bist bei GNTM. Ich war so, das war nach 2 Tagen Berlin, ich weiß nicht, woher die das wusste, aber die hat das dann mitbekommen, da sind wir in Kontakt getreten und haben uns ein bisschen unterhalten und so. Ja. Wie war das dann für dich? Also ich meine, GNTM so generell, also ich meine, klar, man gewöhnt sich irgendwann an alles, aber du gehst erstmal hin und offenes Cast. Also klar, du bist ja weitergekommen. Also du warst ja bei dem Casting in München und warst ja damit schon mal eine Runde weiter. Also das heißt, du musstest beim offenen Cast ja nicht mehr laufen. Aber wie war das so für dich? Also auch wieder direkter Vergleich. Ne? Ja. Also das ist ja für jemanden, der so, ich sag mal, so teilweise so Unsicherheiten von sich schildert. Das hast du ja auch in der Sendung immer wieder thematisiert. Ja. Auch jetzt gerade vor dem Rauswurf nochmal. Für den ist es ja schwierig. Ja. Es war auch eine Challenge und es war mir auch klar, dass es eine Challenge sein wird. Ich habe es, glaube ich, sogar genau richtig eingeschätzt. Ich habe es jetzt nicht unterschätzt, ich habe es nicht überschätzt, aber ich habe auf jeden Fall auch, ich wusste auch, dass ich gute Chancen habe. Ne? Ich finde mich hübsch, ich denke, ich hab die Größe, ich finde, ich kann das auch, ich kann auch auf den Schuh laufen, gerne Fotos gemacht habe ich sowieso. Aber wenn man dann so sieht, also beim Forecasting war ich schon ein bisschen eingeschüchtert, weil da waren echt hübsche Mädchen. Aber irgendwie war ich mir dann trotzdem sicher, dass ich das schaffe. War auch dann so. Beim Forecasting ist sonst nur am Ende weitergekommen Khadija, mit der war ich im Forecasting in München. Und dann in Berlin habe ich ganz schnell dann Max kennengelernt und die Twins und Lukas. Und an dem Tag war ich mir irgendwie auch sicher, dass ich weiterkomme. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das so ein Gefühl, ich fand dich sehr, sehr gut aus dem Tag. Finde ich aber gut, dass du das so sagst. Also du guckst in den Spiegel und bist also zufrieden mit dir. Ja. Finde ich gut. Ja. Ist wichtig. Also ich meine, man muss sich mögen, ne? Also man ist alleinig, oder? Ja, vor allem, also let's be real, wer bei GNTM ist. Also wenn die Leute dann zum ersten Mal hören, dass sie hübsch sind, frage ich mich, warum sind die in der Show? Also ich glaube, jeder, der bei GNTM ist, hat sich ja offensichtlich selbst so eingeschätzt, dass man den Titel holen könnte, dass man Germany's Next Topmodel ist. Gab es, wenn die Unsicherheiten bei dir manchmal aufkamen, und ich rede jetzt nicht unbedingt von Unsicherheiten mit der Leistung, aber gab es da so bestimmte Momente, wo du gemerkt hast, boah, da kommt immer die Unsicherheit am meisten raus? Beim Fitting war es oft so. Das hat mit Kilian schon mal so ein bisschen besprochen im Talk, ne? Ja. Weil du mit den Outfits mit dem Gewicht hatte ich Probleme und mit den Outfits. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Produktion da ein bisschen mitgespielt hat dann. Das heißt, sie haben dir zu enge Outfits gegeben? Oder was meinst du damit? Also in Berlin bin ich der festen Überzeugung, dass das so war. Weil das war ein bisschen komisch, weil das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Hau raus.
Aber Ich diese hatte das Jasmin Trainer-Outfit, Erbasch, ne? genau, bei der Jasmin Airbus Show und ich hatte beim Fitting extreme Probleme. Ich stand da, glaube ich, eine Stunde nackt vor anderen. Das war der erste Tag. Ich war mit Leuten wie Grace im Fitting, die sehr, sehr hübsch ist. Und dann kriege ich zu kleine Kleidung. Und dann stehe ich da, ich kriege wieder zu kleines Kleid. Ich stehe da, kriege wieder zu kleines Kleid und nichts passt. Und dann rennen die rum, diskutieren die vom Fitting, dass es ja nichts gibt. Und nee, das wird auch nicht passen. Dann quetsche ich mich da rein. Am Ende, wenn ich überlege, wer meine Outfits anhatte, Sada hatte ein Outfit an, was ich anprobiert habe. Stella hatte ein Outfit an, was ich anprobiert habe. Also es ist offensichtlich, dass Stellas und mein Körper absolut nicht gleich aussehen. Aber hattest du dann eins, das gepasst hat? Ja, das war aber nicht das, was ich am Ende anhatte. Das heißt, du hast dann wieder eins angehabt, was für dich, für deinen Geschmack zu. Nee, das war gut am Ende, aber ich frage mich, woher das kam auf einmal. Das hat perfekt gepasst. Das war ein Korsett, was auf einmal perfekt Also, gepasst hat. was ich dir sagen kann, also das ist jetzt, ich kann das nicht bestätigen und ich sage das jetzt einfach nur so, ich kenne ja die Outfits von Jasmin Erbasch und ich Ja. hatte ja auch dieses ähnliche Gespräch auch schon mit Marcia, die ja auch gesagt hat, das Outfit war ihr eigentlich, es war eigentlich zu eng für sie. Ja. Das ist halt das Problem, weil diese Outfits oft wirklich ja an den schmalsten Fitting-Model, wie sagt man, geschneidert werden, auf diese Ja. Maße. Also deswegen kann ich, überrascht es mich jetzt nicht, dass dir das nicht passt. Zu breit, ja, ich Nicht, weil verstehe du eine schon. schlechte Figur hast, sondern weil die Fitting-Models, die diese Kleider, woran das mal geschneidert wird, einfach so skinny sind. Ja. Und dass selbst ich wahrscheinlich, wenn mir das anziehen würde, nicht reinpassen. Also, du weißt, was ich meine, so, ne? Ja. Aber es gab dann eins. Genau, das hat auch gepasst. Das Problem ist mit dem Fitting, das hat sich durch die ganze Show gezogen. Ja. Ja. Das war bei dem Kaviar Gauche Walk wieder so. Da hat mir auch vieles nicht gepasst. Und ich habe mir nach Berlin geschworen, nichts ist Zufall hier. Die haben deine Größen, die wissen ganz genau, was sie machen. Das ist ein interessanter Punkt, den ich ja mit Kilian im Talk besprechen werde, weil jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass ich mich am Anfang der Staffel gefragt habe, und das passt genau in dieses Thema, was du gerade sagst. Das werde ich mal, er ist Experte, wird mir das sagen können, wahrscheinlich, oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, bei Germany's Next Topmodel wird ja nicht so super krass auf diese Maße geachtet. Weder von der Größe noch von Ja. den Körpern. So, das ist ja auch gut. So, aber ich habe mir dann die Frage gestellt, wie macht man das mit Designern, die dann kommen? Weil die Designer, die in der Regel Einzelstücke haben, die schneidern ja diese Sachen auf ein schlankes Model, auf Ja. ein ultraschlankes Model, weil das soll ja international getragen werden. So, jetzt hast du aber 40 Kandidaten und Kandidatinnen, die natürlich alle unterschiedliche Maße haben. Und da kann ich dir jetzt sagen, also soweit bin ich mir sicher, dass jetzt nicht jeder Designer für jede Größe das extra anfertigen wird, weil das ist einfach viel zu teuer. Ja. Aber irgendwie hat es ja dann doch, also Ja, mehr aber. oder weniger geklappt. Aber vielleicht erklärt das auch, warum. Also, ich werde Kilian wirklich mal fragen, interessiert mich jetzt wirklich, weil ich mir immer die Frage stelle, das kann doch gar nicht funktionieren. Das Ding ist, es gab Lückenfüllerkleider, hatte ich das Gefühl. Das ist mir bei Jasmin aufgefallen, als ich das dann anhatte. Ich hatte eigentlich so ein Cocktailkleid an. Ich war auch so ein bisschen, okay, das ist ein bisschen unspektakulär. Das war so ein Lückenfüllerkleid. Oder bei Christian Cohen hatte ich dieses ganz lange weiße Kleid. Das hätte gefühlt jeder tragen können. Oder bei, auch bei Namilia, also bei Namilia, jetzt war das, wo Kilian da war, bei dem Tokio-Shooting. Das war auch komplette Katastrophe, meine Outfits. Also die wollten mir eine Low-Waist-Hose anziehen, wo ich so viel Schritt hatte, dass der bedeckt wurde. Also hätte ich mich nicht rasiert, hätte man meinen Schambereich gesehen. Sowas ziehen die mir an, wenn die wissen, wie meine Figur aussieht. Und dass ich offensichtlich nur noch ein bisschen Body-Issues habe. Aber ich sag dir jetzt mal was, ne? Das Problem ist natürlich, jetzt kommen hier zwei Faktoren aufeinander: Selbstwahrnehmung Und und Fremdwahrnehmung. Fremdwahrnehmung. Aber Weil selbst. ich sehe dich, pass auf, wenn ich dich sehe, ich finde, du hast eine schöne Figur und alles. Und wir müssen nicht drüber reden. Wir haben auch schon mal Ja. privat drüber gesprochen, als es diese Setcard-Fotos gab. Ja, ich fand diese Fotos im Sitzenden auf einem Stuhl. Ich finde, aber also das hat gar nichts mit dir zu tun, fand ich bei vielen anderen auch. Und wenn ich mich auf diesem Stuhl setzen würde, obwohl ich ein schlanker Mann bin, kann ich dir sagen, dass diese Fotos bei mir unvorteilhaft aussehen würden. Ja. Also, so müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, also ich möchte damit sagen, dass ich jetzt nicht glaube, dass jetzt jedes Mal jemand dachte, boah, da ziehen wir jetzt extra mal was an, sondern man kann jetzt sein, dass wenn ich vielleicht jemanden vom Styling nicht mochte, ich weiß ja nicht, aber ich habe das zum Beispiel gar nicht so empfunden. Ich habe ja diese Fotos gesehen. Ich weiß noch, was ich im Tor gesagt habe mit Kilian bei der Einblendung, da habe ich gesagt, ey, das war jetzt zwar nicht die geilste Performance von Nuri, aber die hat diesen riesen Vorteil, die sieht auf jedem Foto geil aus. Und ich habe Ja. das, was du siehst, gar nicht gesehen. Das Ding ist, ich habe mich halt immer gefragt, es gab ja Curvy Models bei uns, zum Beispiel viel, über viel jetzt auch gepasst. Das wollte ich gerade reinwerfen. Bei Ludwin zum Beispiel jetzt bei dem Tokio-Shooting, sie hatte einen Mantel drüber. Warum waren Leute, die vielleicht eine ähnliche Figur haben wie ich oder noch ein bisschen mehr Gewicht haben als ich,
warum haben denen Sachen gepasst, aber mir nicht? Aber hättest du dich immer, ich habe gerade bei Marvin oft diese Kritik gelesen, ne, von Zuschauern, die sagen, ist euch jetzt mal aufgefallen, dass Marvin, wenn er irgendwie läuft, immer von den Designern einen Mantel angezogen bekommt? Das ist ja eine freie Entscheidung. So, hättest du immer lieber einen Mantel angehabt? Also ich meine, es ist vielleicht für dich, okay. Zum Beispiel jetzt bei dem Tokio-Shooting hätte es mir auf jeden Fall geholfen, hätte ich den Mantel von Ludwin angehabt. Und da habe ich mich dann natürlich auch die Frage gestellt, okay, kriege ich jetzt was an, weil die ganz genau wissen, dass ich Probleme mit meinem Körper habe. Und Ludwin, die ist super confident in ihrem Körper. Mhm. Und die wollen ein bisschen gucken, wie ich damit umgehe. Oder war das einfach wirklich Zufall, weil sie dachten, ey, das sieht bestimmt gut aus an mir. Aber wenn selbst der Schneider zu mir sagt, ey, das sieht echt Panne aus. Ich finde, so wie ich das wahrgenommen habe, wenn wir gerade mal über Folge 9 reden mit dem Tokio-Shooting, aber deswegen finde ich das so voll interessant. Ich habe gemerkt, dass du Probleme hast und dass deine Performance nicht mega geil war, auch nicht in dieser Gruppe. Ich hätte das aber niemals auf das Outfit oder auf Body-Issues reduziert. Beim Tokio-Shooting war es auch nicht so. Okay. Da war ich voll fein. Also ich habe auch noch mit Khadija gesprochen drüber und sie meinte auch so, ja, du hattest doch voll Probleme mit dem Outfit und ich war so, eigentlich nicht. In dem Moment hat mich gestört, weil ich hatte dann Stellas Hose an, Armins Jacke und mein ursprüngliches Oberteil, weil ich war dann auch so, okay, cool. Aber das war es dann auch, sobald wir beim Shooting waren, waren wir beim Shooting. Aber das, um nochmal zurückzukommen auf diese Lückenfüllerkleidung, man fühlt sich auch nicht wertgeschätzt in dem Moment. Dann, wenn man weiß, okay, es kriegen immer die gleichen Leute die krassesten Outfits, sei es zum Beispiel, solange Lilian noch drin war, Lilian immer ein krasses Outfit bekommen, Khadija hat immer ein krasses Outfit bekommen, zum Beispiel bei Marina die Hartschalen-Outfits. Da habe ich auch ein Lückenfüllerkleid bekommen, meiner Meinung nach. So ein Stretchkleid mit Teddyband drauf. Da muss man aber auch mal sagen, also weil das war das, was Firmin Marcia meinte. Sie hat ja gesagt, dass es schon bei ihr zwickte und zwackte. Ja, hättest doch ins Hartschalen-Ding wahrscheinlich gar nicht richtig reingepasst, oder? Ich habe das auch anprobiert. Und? Nee, es hat nicht gepasst. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel auch darüber nachdenke, man denkt in dem Moment auch schon darüber nach, okay, wie kommt es rüber für die Zuschauer? Und ich weiß ganz genau, dass auch bei Heidi, alleine wenn du ein krasses Outfit anhast, ist die Performance automatisch schon cooler, weil du denkst, ey, guck mal, wie geil das aussieht. Und wenn du dann nur so ein mittelmäßiges, spannendes Outfit anhast, keine Ahnung, interessiert es weder die Zuschauer noch Heidi so wirklich. Zum Beispiel die Bälle von Christian Cohen, von Khadija und Grace, die hätten sonst was machen können und Heidi wäre verliebt in den Ball gewesen. Weil sie, ne, alle in die Kommentare bei dem Walk waren, oh, wie cool sieht das Outfit aus. Klar, ich weiß, was du meinst, wenn ein Outfit irgendwie, keine Ahnung, besonders nice aussieht. Also nehmen wir doch mal zum Beispiel, das ist mal natürlich persönlicher Geschmack, nehmen wir mal die Marina-Outfits. Ich weiß nicht, du erinnerst dich noch an Armin's Teddybären-Look. Ja. Und dann hatte Franz als Beispiel dieses komische, was so ein bisschen schräg hing. Ja. Fand ich jetzt zum Beispiel unspektakulär. Also da ist jetzt natürlich, wenn mir Armin auch, oh, krasses Outfit. Ich weiß, was du meinst. Oder die Hartschalen-Outfits, ne? Ja. Zum Beispiel Fabienne hatte dann auch so einen Anzug an, so einen Stretch-Anzug. Mhm. Man fühlt sich weniger special in dem Moment. Aber wenn man dir jetzt so ein hautenges, ich sag jetzt mal, also, was ich meine, die Special-Kleider, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, sind ja immer die auch auf die Skinny-Models zugeschnitten sind, wenn man so sagen darf. So, aber wenn man dir das jetzt geben würde, dann ist das, ich weiß nicht, ob das dann ein Vorteil wäre. Ja. Weil du würdest dich ja darin nicht wohlfühlen, weil das wäre ja dann, weißt du, was ich meine? Ja, deswegen finde ich es schade, dass es keine krassen Outfits gab für meinen Bodytype oder für eine M. So, für die XS gab es immer und je größer es wurde, desto weniger gab es. Außer bei Jasmin Erbas, da hatte zum Beispiel Feli auch ein recht spektakuläres Outfit. Das stimmt, erinnere ich mich sogar ein bisschen dran, ja. Aber sonst hatte ich immer das Gefühl, deswegen Diversity hin oder her, am Ende des Tages sind trotzdem immer noch die krassesten Outfits auf XXS das ist die Realität. Das ist das, was auch Kilian, glaube ich, mal meinte. Ja. Wir haben so viele Anforderungen an den Catwalk, was im Endeffekt dann die Modewelt eigentlich ist, ist was ganz anderes. Und das sieht man dann bei den Designs, dass dann zum Beispiel die ganz krassen Outfits immer noch die für 55 Kilo, 50 Kilo Models ist. Unterschreibe ich. Und da fühlt man sich dann natürlich auch schlecht. Ist das, also wenn du jetzt dran denkst an Weitermodeln, ja oder nein? Doch, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jeden Bereich machen könnte. Zum Beispiel, ich bin voll überrascht, das habe ich sogar in mein Tagebuch geschrieben, nachdem Kilian Kerner bei uns war. Ich war so, oh mein Gott, Kilian denkt, ich bin ein Runway-Model? Weil Kilian meinte auch zu mir, okay, du musst deinen Körper in den Griff kriegen, im Sinne von deiner Motorik, dass du dein Körpergefühl hast. Aber im Endeffekt heißt es, er sieht mich als Model, als Runway-Model. Und das habe ich zum Beispiel, ich habe mich nie als Runway-Model gesehen. Na, du hast das schon mal, ich meine, wie groß bist du? 1,78. Na, das ist natürlich die perfekte Größe, ne? Ja, aber ich habe irgendwie gedacht, allein von meinem Body-Type her, dass ich nie ein Runway-Model sein könnte. Ich glaube, da kommt es immer wieder drauf an, wo.
Ja. Also weil natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, ich meine, kann ich jetzt nicht leugnen, sonst würde ich mir selber widersprechen. Natürlich ist, guck dir die Laufstege an. Ja. Die sind alle, wie du gesagt hast. Wer nach Paris will, Leute. So, ne, die sind alle super schlank. Also das muss man einfach sagen. Ja. Super, super schlank. So, aber es gibt natürlich auch trotzdem eine Nachfrage in dem Bereich. Ja. Also worauf ich echt Lust hab, ist Make-up. Also alles, was in Richtung Beauty geht. Deswegen bin ich sehr traurig, dass ich kein Make-up-Casting erlebt habe. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei dir. Keine Ahnung, sei es jetzt NYX oder L'Oreal oder so. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Wie war denn das Intimacy-Casting für dich? Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit, wir reden heute sehr viel über Body-Issues und all diese ganzen Themen. Hast du dich da gut gefühlt? Oder als du gehört hast, okay, wir haben heute Intimissimi-Casting, war das gleich so, oh mein Gott, bitte nicht. Es wurde ja vorgelesen, ne, die Namen. Mhm. Mein Name war als zweites und ich war so, oh mein Gott, ich werde zum Intimissimi-Casting eingeladen. Mhm. Dann kam raus, dass alle Mädels eingeladen wurden. Und als wir dann da waren, es war irgendwie schön. In dem Moment dachte ich mir, okay, man hat mich eh schon in Unterwäsche gefühlt gesehen. Mhm. Man hat eh schon alles gesehen. Und ich fand es auch schön, dass wir nur unter den Mädels waren, irgendwie in dem Moment. Weil es gab halt auch am Set ein paar blöde Kommentare. Von anderen Kandidaten. Also von männlichen, die eure Körper bewertet haben. Yep. Liebe Männer, kann ich euch jetzt schon mal sagen, macht man nicht. Nee. Und Blicke sagen auch sehr, sehr viel. So, und auch wenn man dann zum Beispiel neben jemandem steht, der ein bisschen schlanker ist und dann gesagt wird, ey, du hast zu der anderen Person, du hast voll die krasse Figur und zu einem selbst wird dann nichts gesagt, kommt auch nicht so cool, so eine Sachen. Deswegen war es schön, dass wir unter uns waren und wir hatten auch alle das Gefühl, jede von uns hätte einen Grund gehabt, den Job zu bekommen. Mhm. Weil jeder hat eine Story von uns. Sei es jetzt nur Ludwin, sei es das Sarah oder sei es ich oder im Endeffekt auch Grace. Die den Job ja dann auch bekommen hat. Die den Job bekommen hat, Miss Intimissimi. Geil, oder? Ja. Oh, ich habe mich so für Grace gefreut. Und wie war das, also als du warst ja eine Wacklerin. Mhm. Und du musstest ja nochmal diesen Walk machen. Und was hattest denn du für ein Gefühl, weil als ich jetzt deinen Walk gesehen habe, ich muss sagen, ich fand den Walk eigentlich gut. Mhm. Bei der einen Pose vielleicht, okay, kann man jetzt ein paar Abstriche machen, aber sonst fand ich den Walk gut. Ich fand, du hast ein gutes Outfit angehabt, geiles Make-up, geile Haare, so nach hinten gebunden. Ne? Mhm. Wie war denn dein Gefühl, dass es das so wackelt? Also, du hast ja schon gewackelt, aber ich meine, dass es jetzt vorbei sein könnte, oder dachtest du auch, nee, es könnte eigentlich für die nächste Runde reichen? Ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass ich fliege. Nee. Ich habe sehr fest damit gerechnet, dass vier von uns fliegen werden, dachte ich mir schon. Mhm. Und ich dachte wirklich, dass Stella und Jana fliegen. Weil, ne, man denkt immer so verschiedene Parameter, sei es jetzt sowas wie Storyline oder okay, wurde ich jetzt viel interviewt oder wurde ich nicht viel interviewt, weil das merkt man während des Films schon, wer sehr, sehr viel interviewt wird. Das heißt entweder, okay, was ganz Gutes oder was ganz Schlechtes. Wurdest du oft interviewt? Nee. Nee? Nee. Aber dafür hast du jetzt, finde ich, nicht so wenig Sendezeit gehabt. Hättest du gedacht, es ist weniger oder dachtest du, es ist mehr Sendezeit? In der Folge jetzt? Nee, generell. Ich habe es ganz gut eingeschätzt, würde ich so sagen. Ich habe gedacht, in Berlin wird es ein bisschen mehr noch sein, weil ich da auch mit dem Kleinen sehr viel geweint habe auch und sehr viel geredet habe. Das wurde gar nicht so lange gezogen, aber mir war schon klar, dass wir alle sehr, sehr wenig Screentime haben werden, weil wir so viele sind. Okay. Ja. Deswegen, ich bin voll zufrieden mit der Screentime. Klar, zwischendurch hat man mich gefühlt gar nicht gesehen, aber war schon okay. Und als ich dann das gewackelt habe, ja, ich weiß nicht, ich war eigentlich auch confident mit meinem Walk. Deswegen, ich hatte auch richtig Lust auf die Musik. Die Musik war so cool. Das war so richtig düster, Techno, das war richtig cool. Dann auch diese verlassene Lagerhalle, das war richtig geil. Es war sehr hell, diese Scheinwerfer waren so hell, ich habe gar nichts gesehen. Was ja manchmal ganz schlecht sein kann, ne? Dann lässt man sich nicht so... Ja, dann lässt man sich nicht so ablenken, aber natürlich bei so einer Pfeilform, wir haben den Pfeil, das darf man nicht vergessen. Ah ja, ja, okay, du musst ja... Man muss gucken, wie man läuft und wir haben den Pfeil auch nicht gesehen vorher. Das darf man nicht vergessen. In der echten Modelwelt hat man eine Premiere, bevor man läuft. Wir sind das erste Mal, bei jedem Catwalk sind wir zuerst auf dem Catwalk gewesen, als es dann wirklich soweit war. Mhm. Wir sind ich erinnere mich an die Szene, wo so ein Mitarbeiter kam und euch auf dem Papier irgendwie, was das war, so gezeigt hat, okay, da Pose, da vorne. Ja. Und wir wussten wir wussten zum Beispiel auch nicht, wie lang sind die Abstände. Zum Beispiel, was mich übel überrascht hatte, ist, dass der Pfeil von Mitte zur einen Ecke, das waren zwei Schritte.
Das war fast gar nichts. Mhm. Und wenn man das übt, kann man das natürlich, also man weiß es dann in dem Moment nicht. Also es geht ums Gefühl, was fehlt, ne? Dass wenn man einmal schon mal wenigstens einmal gelaufen ist, dass man sagen kann, ah ja, okay, jetzt weiß ich so und so Schritte, hier mache ich Pose, so mache ich, ne? So, oder dass auch man beim so Treppenwalk damals auf Teneriffa, wir wussten nicht, wie breit ungefähr die Stufen sind. Mhm. Wir haben, also damals, Jordan hat uns das erzählt, sie meinte so, ja, 2,5 Schritte oder so. Aber wir selbst hatten gar kein Gefühl dafür. Und deswegen, das ist sehr schwer dann in dem Moment, das auch sich nicht anmerken zu lassen. Und ich weiß, man sieht, hat es bei mir angesehen, bei der Drehung, bei dem ersten, zur ersten Ecke, da war ich ein bisschen, okay, weil ich habe mit mehr Schritten gerechnet. Weil meine eigentliche Pose fand ich richtig cool mit dem ich drehe mich dabei, mache den und dann drehe ich mich weiter. Fand jetzt irgendwie Winnie und Heidi beide, fanden das beide irgendwie nicht so geil. Aber an sich mochte ich meine Sachen. Und was uns auch richtig rausgebracht hat, waren die Posen. Wir mussten uns 5 Posen überlegen und in der echten Modelwelt posst du nicht. Hm. Du machst gar nichts. Und wir mussten posen. Und dann waren wir so, okay, 1, 2, so. Und ich weiß auch noch ganz genau, Heidi hatte bei dem Tokio-Shooting uns ja so dafür kritisiert, dass wir unseren Pferdeschwanz angefasst haben. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen shady. Ich habe das den anderen Mädels nicht erzählt, weil ich habe gemerkt, ich weiß ja, was sie für Posen hatten. Deswegen wusste ich zum Beispiel, dass eine Jana das gemacht hat und auch eine Stella. Und deswegen war ich so, okay, die werden sich schön an den Pferdeschwanz fassen. Mhm. Verstehe. Ja, zu dumm, dass das Heidi irgendwie in dem Moment dann doch egal war. Mhm. Naja. Du warst sehr enttäuscht, ne? Ja, klar. Also auch, dass ich dann die Erste dran war, die Kritik bekomme, war ich auch recht sicher. Aber ich dachte so, nee, ich fliege doch nicht als Erstes raus. Was ist denn das Schlimmste daran? Also ich meine, wir alle wissen, das hat auch Heidi gerade so gesagt, ne, das ist nicht das Ende. So, es kann auch ein Anfang sein, aber es ist natürlich das Ende einer Reise. Also die Reise geht ja erstmal weiter und auch die letzte Folge jetzt ist natürlich erstmal das Ende der Fernsehreise für den Moment. Ja. Geht es darum, dass man gerade so was Krasses erlebt und das endet irgendwie? Also in dem Moment, das machen die ja natürlich bewusst, das ist ja eine Produktion und wir sind komplett isoliert. Ne? Wir haben keine Kontakte nach außen, zur Außenwelt. Wir haben einmal die Woche auch wirklich nur diese Telefonate, so, wo man natürlich auch nicht über alles reden kann, wenn die Kamera dabei ist. Will man auch wir nicht, haben, ne? Nee, will man nicht. Wir haben nur uns und es fühlt sich an wie die Welt. Hm. Es existiert nichts anderes außer das. Man hat kein anderes Problem, außer man muss Heidi überzeugen. Und es fühlt sich wirklich an wie, okay, das ist alles vorbei. Du hast gerade gesagt, eigene Welt, das interessiert mich auch mal so. Das habe ich letztes Mal irgendwo aufgeschnappt. Wenn man ist ja wirklich in dieser Bubble, es gibt ja nichts anderes. Und denkt man aber auch, dass quasi das Feedback, was man gerade bekommt, ist das Feedback, was quasi auch die ganze Modewelt dann so sehen wird. Und wenn man da rauskommt, egal zu welchem Zeitpunkt, stehen einem alle Türen offen und man wird quasi Dior, Prada, Gucci, Balenciaga, was es nicht alles gibt, laufen? Geht man mit, also nee. Denkt man da, okay, ich hab das schon mal gehört von Leuten, ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ich glaube, mittlerweile wissen wir ganz genau, was GNTM ist. Also wir sind nicht da, weil wir wissen, okay, danach bist du Topmodel. Das ist uns alle, glaube ich, klar, dass wir nicht danach Topmodel sind. Wir wünschen uns das natürlich. Mhm. Wir wollen so ein bisschen, auch wenn es vielleicht nur die 18 Wochen sind und bei mir jetzt 10 Wochen, wo man dieses Topmodel-Leben lebt, das ist mal was ganz anderes. Aber wir wissen ganz genau, okay, ne, dass wir danach, wir haben jetzt auch ein Artist-Management, das ist ja kein Model-Management mehr. Nee, aber die Frage ist, ja, klar, also ich habe diese Aussage jetzt nicht mehr von jemandem gehört aus der letzten Staffel, deswegen wollte ich mal fragen, was bei dir auch so war mit Balenciaga und Co., aber man geht ja mit einer Erwartungshaltung ran. Also ich sage immer, deswegen ist jetzt die Frage, ich sage immer, es ist ja egal, was entsteht, Hauptsache es entsteht irgendwas, wo man sagen kann, so geil, und gut, wenn nicht, dann hat man wenigstens eine geile Erfahrung gehabt, aber hattest du eine Erwartungshaltung? Nee. Hast du gedacht, ich will jetzt da rein, und wenn ich rauskomme, passiert im besten Fall... Nee. Gar nicht. Also mein Grund, warum ich überhaupt da war was zu erleben. Ich wollte was machen und das war ein Kindheitswunsch und ich wollte einfach Spaß machen. Ich wollte ins Finale. Also das war meine Erwartungshaltung, Finale. Es ging mir auch gar nicht unbedingt zu gewinnen, weil ich finde, Gewinn ist so das Nebensächliche, aber ich wollte die ganze Zeit miterleben. Und das war eigentlich das, was mir auch am meisten wehgetan hat, dass ich eben nicht alles miterleben werde. Ich habe nicht so viele Shootings gehabt, ich hatte keine Ahnung, Unterwassershooting, ich hatte kein Höhenshooting, ich hatte kein Nacktshooting, ich hatte keine Ahnung, nichts davon. Ich hatte zum Glück ein Umstyling, aber an sich, ich habe noch nicht alles gemacht, was ich wollte. Mhm. Und das war die einzige Erwartung, die ich hatte. Ich wusste, ich werde danach nicht Topmodel sein. Und ich will es immer noch versuchen, weil ich habe jetzt gemerkt, ey, ich kann das. Mhm. Auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt ans Wassershooting denke, auf Teneriffa,
Ich habe währenddessen ja gar keine Kritik bekommen. Meine Kritik war, Vanessa war schlechter, die Jungs waren besser. Das, mehr habe ich nicht gehört, dass zum Beispiel Elizabeth Hurley mich mochte, wusste ich gar nicht. In dem Moment dachte ich, okay, kacke, ich war nicht gut beim Shooting. Also hast du durch die Ausstrahlung dann erfahren? Ja, das habe ich erst durch die Ausstrahlung erfahren. In dem Moment dachte ich, okay, bei dem Shooting war ich schlecht, Setcard habe ich gewackelt, Tokio-Shooting habe ich wieder gewackelt. Also Shooting, ein Shooting-Model werde ich jetzt nicht. Also Glück für dich, dass es kaum Shootings gab, oder eigentlich dann? Ja, wobei ich auch glaube, ich wäre an sich gar nicht so schlecht gewesen. Also das Tokio-Shooting war, glaube ich, auch mehr eine Schauspiel-Challenge als eine Shooting-Challenge. Was beim Setcard-Shooting abgegangen ist, weiß ich immer noch nicht, weil ich fand mich gut. Ich fand die Bilder auch ganz gut. Und Kilian hat, glaube ich, auch gesagt, dass er die Kritik an der Bildung gar nicht so verstehen konnte, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ne? Aber sag mal, hast du eigentlich, das ist ja auch noch eine der wichtigsten Fragen, Tag 1, wer ist dir ins Auge gestochen, wo du gesagt hast, das ist hier für mich Topmodel 2024 oder könnte es sein? Ich war ja am ersten Castingtag, das wurde auch falsch reingeschnitten. Ich war am ersten Castingtag mit Aldin und so. Aldin ist mir natürlich sofort ins Auge gestochen, weil er sah aus wie so ein Aquaman, der hatte so türkise Augen in dem Moment gehabt. Deswegen Aldin ist mir sofort aufgefallen. Und von den Mädels, ehrlich gesagt, keine so richtig, die weitergekommen ist. Okay. Also auch zum Beispiel Xenia oder so, die habe ich am Anfang gar nicht so richtig wahrgenommen. Von den Mädels, Khadija wusste ich, dass sie kommt, weil ich ja beim Forecasting mit ihr war. Deswegen Khadija wusste ich, die wird krass sein. So vom Look, ihr Throw und sie hat keine Grills drin und so, ihre Figur war heftig. Deswegen Khadija wusste ich, die wird krasse Competition. Oder als ich die anderen kennengelernt habe, wer dachte, Grace war an meinem Tag, Grace war offensichtlich Competition. Wie ist denn das mit, du hast vorhin das Thema Außenseiterin angesprochen. Ja. War das nur so salopp gesagt oder hast du dich wirklich auch manchmal als Außenseiterin gefühlt dann so? Nee, ich habe auch gemeint, deswegen in L.A. zum Beispiel. Ja? Also ja, hast du gar keine Connection mehr so groß zu irgendjemandem? Also klar, du hast gar Lukas eigentlich. Ja. Aber das Ding ist, man hatte, also wir hatten halt, ne, wir hatten ja Gruppen bei uns. Mhm. Und von meiner Gruppe sind halt einfach viele gegangen schon. Und dann habe ich halt gesehen so, ich habe mich zwar mit jedem an sich gut verstanden, aber ich war nie die Person, die dann gefragt wurde, hey, willst du mitkommen in den Pool? Oder hey, willst du mitkommen, willst du auch was essen? Die war ich eher nicht so. Wie ist denn das heute? Also es gibt ja auch jetzt immer noch so ein paar Gruppen, je nachdem natürlich auch, wo die Leute wohnen, ne? Muss man natürlich sagen, weil jetzt viele nach Berlin gekommen sind, die ich mitbekommen habe. Es ist besser, wobei die Gruppen sich jetzt auch noch mal ein bisschen verteilen. Also ich habe das Gefühl, ne, man merkt dann trotzdem noch, wo der Kontakt ein bisschen hält oder wo nicht. Ich verstehe mich, glaube ich, an sich immer noch gut mit jedem. Aber ja, Kontakt halten ist immer was anderes. Und ich bin, glaube ich, immer noch nicht First Choice bei vielen. Verstehe ich gar nicht. Ja. Also. Ich glaube eben, ich habe mit Grace hat mir da sehr viel geholfen, weil ich habe mit Grace darüber sehr gesprochen. Ich habe generell sehr viel mit Grace connected auch. Und wir hatten dann tatsächlich eine Situation, das war das Wochenende, bevor ich rausgeflogen bin tatsächlich, wo wir auch darüber gesprochen haben. Und sie meinte zu mir, ja, du musst es auch ausstrahlen. Du darfst nicht die sein, die hinterher rennt. Strahl es nicht aus. Sie sagt, guck mich an. So musst du rein in die Sache gehen. Deswegen bin ich Grace allein für dieses Gespräch so, so dankbar, weil ich habe da voll viel mit gelernt. Es geht wirklich darum, Wenn du jemandem hinterher rennst, die Person kann dann entscheiden, okay, nehme ich den oder nehme ich den nicht. Mhm. Wenn du der Person gar keine Wahl gibst, weil du die Person bist, die entscheidet, dann hat die Person nur eine Wahl, und zwar dir zu folgen. Ja. Und das wird die dann eher machen, als wenn du... Du warst aber auch letztens, glaube ich, mit ein paar in so einem Club, ne? Mhm. Ja, ich war bei Xenias Geburtstag. Und war cool? Doch, war cool, ja. Und da hat sich es wahrscheinlich wieder super familiär angefühlt. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, als ich dann das allererste Mal habe ich die wiedergesehen, als wir mit Selma unterwegs waren. Mhm. Da habe ich dann Frieda das erste Mal wieder gesehen, Khadija auch das erste Mal wieder gesehen, Litwin das erste Mal wieder gesehen. Das war gleich so wieder harmonisch, man hat sich gefreut und so. Ist es komisch, wenn man dann, also klar, ihr wart in Berlin mal zusammen und so, aber wenn man quasi, man sieht sich das letzte Mal in diesem Format, in dieser Bubble und dann ist man in der Realität gemeinsam in einem Club und irgendwie ist es, also irgendwie ist es ja schön, aber irgendwie auch fremd, oder? Ehrlich gesagt, hat sich das gar nicht fremd angefühlt. Sobald ich die gesehen habe, es war wieder wie vorher. Es war krass, auch als ich bei Xenias Geburtstag jetzt war in Nürnberg. Bist du extra dafür hingefahren? Ja, ich bin extra. Ach, da hat sich eingeladen dann? Ja, genau, Xenia hat mich eingeladen. Ach, schön. Ja, danke, Xenia. dann klingel ich so und dann höre ich nur so Armin, wer ist da? Und ich bin so, Armin, ich habe mich voll gefreut, Armin zu sehen. Und dann war ich oben und das war sofort wieder voll natürlich. Und ich mag die halt. Und das ist mir ehrlich gesagt auch egal, ob ich jetzt die First Choice bin oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Leute mag.
Wie sieht denn das aus in der Zukunft, wenn irgendwelche anderen TV-Formate auf dich zukommen würden? Ist Fernsehen generell was, was dir Spaß macht? Bei der Frage, war das die Frage, die du am Anfang meintest? Die wichtigste, nee, die wichtigste Frage war, wer dein Topmodel 24 auf den ersten Blick war. Aber das ist auch eine wichtige Frage. Also, das Ding ist, ich will nicht so in die Trash-Richtung, bin ich ehrlich. Kann, also, ich finde es schade, also, was heißt schade? Also, irgendwie, ich habe mir gerade jetzt, wo ich die Frage stelle, ich weiß gar nicht, wo ich dich sehen würde. Im Dating-Format vielleicht mal? Wobei, das ist schon sehr trashig, ne? Ja, deswegen date ich. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie vor der Kamera rumzumachen. Da habe ich irgendwie auch keine Lust. Datest du gerade jemanden? Nee. Nee? Nee. Ist nichts los? Nee, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen selbst bei mir Sachen aufarbeiten, bevor, ja, ein bisschen, okay, Selbstliebe. Das hat RuPaul immer gesagt, ne? Wenn man sich nicht selbst lieben kann, das wie soll dich jemand anderes lieben? Wenn nicht du, wer dann? So. Auf Bachelorette hätte ich ehrlich gesagt Lust. Das wäre spannend. Weil dann bin ich diejenige, die... Dann bist du, die aussuchen kann, ne? Ja, dann bin ich die. Heute wackelst du aber. Ja, das wäre krass. Aber, und vor allem, weil ich da selber auch entscheiden kann, okay, mache ich jetzt rum oder mache ich nicht rum. Wobei, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich trotzdem rummachen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Selbst Let's Dance, jeder will mal zu Let's Dance, weil es nämlich noch so das wenigst Trashige ist. Ja, voll, kann ich total nachvollziehen. Also, aber ich hätte jetzt. Ja, gut, ich meine, du bist ja auch da. Ja, also, es können andere auch nicht. Man kann es ja dort lernen, aber ich glaube, es ist ultra anstrengend. Aber darauf hätte ich Lust auf die Challenge. Ja? Aber nee, das nicht. Und sonst, selbst Dschungelcamp oder so, ich würde wirklich nur hingehen, weil mich die Tiere interessieren. Mhm. Aber auf die Tiere essen hätte ich halt auch keine Lust. Ja, kann ich verstehen. Ich würde dann wirklich da sitzen und würde den Dschungel angucken. Dann kommst du meine Biologin-Seite raus und das wäre es dann halt auch. Aber du möchtest schon, also du machst dein Studium, weil du gerade sagst, Biologe, du machst es schon fertig und möchtest auch dann, oder hast du, das klingt schon. Ja, also ich meine, es ist nicht schlimm, wenn du dich umorientierst, aber das habe ich mich jetzt gerade so gefragt. Also ich habe jetzt das letzte Semester ausgesetzt, ne, weil ich keine Zeit hatte. Jetzt studiere ich wieder. Mal gucken, wie ich das so mache. Ich habe echt Lust auf Studieren jetzt. Ich will auf jeden Fall meinen Bachelor. Ich hab noch 5 Module, die ich machen muss. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, 140 von 180 LP, das wäre bescheuert, würde ich das nicht zu Ende machen. Na, um Gottes Willen, ja. Das kommt auf jeden Fall, aber ich will auch auf jeden Fall das mit dem Modeln versuchen, irgendwie. Vielleicht in die Streaming-Richtung, da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe so ein paar Connections und so. Das würde ich gerne machen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Nische. Ich glaube, die Einzige, die sonst Twitch noch sehr gut machen könnte, wäre Grace. Ja? Ja, Grace ist eine kleine Zockermaus. Echt? Ja, was zockt die so? So PS4 oder eher so Online-Spiele? Nee, mit so Shooter und so Shooter. Spielt die. Die ist eine kleine Gamermaus. Okay, aber Fakt ist, Studium willst du beenden, aber du weißt jetzt noch nicht, ob du in dem Beruf arbeiten möchtest. Ja. Und das ist ja auch legitim. Ich dachte jetzt schon, okay, du wirfst jetzt hier alles hin, ganze Arbeit umsonst. Also das mit den Kindern liegt mir schon, glaube ich, und das würde ich auch machen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt noch nicht. Deswegen, musst du auch ja gar nicht. Ich bin 22 geworden. Ich brauche nicht mit 25 Lehrerin sein. Ich glaube, ich will auch noch ein bisschen was erleben. Ja, also legitim. Mach's nur fertig. Ja. Weil ich glaube, wenn man länger raus ist, kann ich mir auch vorstellen, dann, also weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Semesterpause, jetzt pausiere ich noch und dann gehen Jahre ins, ich weiß nicht, wie lange man da pausieren kann, bestimmt länger, oder? Das Ding ist, pausieren geht gar nicht so richtig easy, weil pausieren geht nur mit einem triftigen Grund. Okay. Also Urlaubssemester. Ja, und Gaming ist kein triftiger Grund. Nee, auch GNTM war kein triftiger Grund. Es geht nur irgendwie Praktika, Schwangerschaft. Okay. Deswegen, ich habe einfach offiziell studiert, aber ich habe nichts gemacht. Okay. Sorry. Ja. Aber gibt es was du jetzt in der GNTM, also war es eine geile Zeit oder würdest du sagen, ja? Deswegen war ich auch so traurig, dass ich das jetzt nochmal sehe, dass es das jetzt alles zu Ende ist, weil... Klar, als ich rausgeflogen bin, war es zu Ende. Und dann fing es wieder an, weil kurz danach, ich war dann irgendwie Ende Januar wieder zurück. Und zwar, dann kamen die ersten Announcements. Ist ja eigentlich geil, oder? Ja, wie war denn das so für dich? Es war schön. Es hat mich so ein bisschen rausgeholt. Und als ich dann zu Hause war, die ersten wirklich ein, zwei Wochen, Loch. Und das habe ich von den anderen KandidatInnen auch gehört. Es ist ein Loch danach. Der Schlafrhythmus ist kaputt. Und du willst auch nichts machen. Du willst auch nichts machen, weil du hast eh nichts zu tun. Du hast nicht damit gerechnet, hier zu sein. Dann schläfst du sehr, also ich habe sehr, sehr viel geschlafen. Ich war sehr unsozial, ich war auch ein bisschen depressiv danach. Ich glaube, das ist auch normal. Also nochmal, du bewirbst dich da, das ist alles so ein langer Prozess und dann bist du in diesem Wettbewerb und jeden Tag ist was anderes und Action hier und dann kommen Leute und dann klack, ist es erstmal vorbei und dann sitzt du wieder zu Hause in deiner Wohnung und denkst dir so, okay, das war's jetzt so wahrscheinlich, ne? Ja. Oder? Ja, war's auch. Man ist dann vor allem... Das ist ja auch wirklich so, dass man sofort fliegt. Ne? Wir sind rausgeflogen, mussten sofort ins Loft, unsere Sachen packen, sind dann ins Hotel gefahren,
haben eine Nacht, waren kurz was essen, haben geschlafen, haben dann noch mal Interviews gemacht und sind sofort geflogen. War das für dich ein Vorteil, dass so viele geflogen sind? Weil ja. Das heißt, du warst nicht allein. Das heißt, du bist mit denen gemeinsam zurückgeflogen, aber wahrscheinlich alle nach Frankfurt, oder? Ja, ich hab, seid ihr alle nach Frankfurt wahrscheinlich geflogen? Nee, ich bin zusammen mit Felix und Bommel nach München geflogen und Lilly, Jussi und Jana sind nach Hannover geflogen. Okay. Und dann von dort aus halt jeweils. Okay. Genau. Nee, ich bin sehr, sehr froh, auch mit Jana rausgeflogen zu sein, dass ich jemanden hatte. Ich habe dann auch sofort gesagt, ich schlafe nicht allein im Zimmer. Das halte ich nicht aus. Ich habe auch die ganze Zeit geheult. Ja. Die ganze, morgens, überall. Ich habe dann auch so ein paar Witze gemacht, die vielleicht nicht so cool waren, dass mich dann auch die Produktion angerufen hat und gefragt hat, ob alles okay ist. Okay. Aber da, man sieht, die sind auch sehr nach dem Wohlbefinden. Ja, sonst wäre ich nicht rausgeflogen. Glaubst du, ist das gerade ein Anzeichen dafür, dass du zu viel, also du hast ja gesagt, du hast mehr geweint. Mhm. Glaubst du, dass du vielleicht einfach nur geflogen bist, weil man dachte, oh, der Druck für Nuri ist zu groß und die packt das alles nicht? War das so krass? Also würdest du dich selber so krass einschätzen? Ja? Ich glaube nicht. Also ja, weil... War das so schlimm für dich dann teilweise? Ja, dass es war gar nicht so schlimm, aber ich weine einfach schnell. Mhm. Und ich glaube, von außen wirkt es dann immer so, als würde ich das nicht aushalten oder als wäre ich schwach. Ich weine einfach. Ja, nicht schwach, aber es ist ja so eine, also ich weiß schon, was du meinst, so eine Wettbewerbssituation, das ist ja ein permanenter Druck. Die wussten ja auch von Anfang an, dass ich in Therapie bin und dass ich selbstverletzende Sachen in der Vergangenheit gemacht habe. Die wussten das alles. Mhm. Die wussten mit Transsexualität Bescheid, die wussten mit meinem Gewichtsproblem Bescheid, die wussten, dass ich offensichtlich viel Ballast habe, auch die Familiensituation, die wussten das alles. Und wir hatten ja auch psychologische Betreuung da. Hast du die oft in Anspruch genommen? Ging so. Ich hatte einen Moment in Berlin, wo ich ihn gebraucht habe, wo ich ihn dann auch nicht so schnell bekommen habe. Und dann habe ich da was gegen die Produktion gesagt. Und dann habe ich ihn auch bekommen. Und dann habe ich im Hausflur telefoniert mit ihm, mit dem Psychologen. Und da kam Jean-Paul Gaultier noch vorbei und war so, ciao. Und ich war so, ciao. Ja, das war übrigens, das war oder gar nicht gezeigt, das war nach dem 1 gegen 1 gegen 10, ja. Wie siehst denn du, wenn du das gerade so erzählst und du ja auch sagst, du vermutest, dass du vielleicht auch eher gehen musstest, weil man eingeschätzt hat, dass es vielleicht... zu viel war. Mhm. Wie siehst du das rückblicken? Weil jetzt bist du ja so... In dem Moment war ich auch so, es wäre mir nicht zu viel gewesen. Mhm. Die hätten mich auch ruhig fragen können, hey, ist es zu viel? Naja gut, ich weiß, was du meinst, aber die Frage ist natürlich, man hat ja auch als Produktion, ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, weil sie haben, das war ja nicht der offizielle Grund, aber du vermutest, dass es der Grund vielleicht gewesen sein könnte. Man hat ja auch als Produktion irgendwie eine Sorgfaltspflicht. Und wenn man jetzt natürlich jemanden fragt, schaffst du das? Ist es zu viel? Dann sagen die natürlich, nee, ist nicht zu viel, schaffe ich, weil... Du willst ja nicht gehen. Ja. So, aber manchmal ist ja die Verfassung und das, was man sagt, oft nicht im Einklang. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen. Ich hätte es geschafft. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei dir zutreffend war. Das ist jetzt nicht mein Punkt, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich rechne das der Produktion auch hoch an, dass ich offensichtlich weiß, die haben sich um mich gesorgt. Und der Psychologe war auch da in L.A. und so und der hat auch sehr oft das Gespräch zu mir gesucht. Ein bisschen ist mir das auch aufgefallen, ein bisschen zu viel, weil ich mir dachte, ich brauche es eigentlich nicht. Und da war ich schon so ein bisschen und dann war ja die Situation mit Kilian, wo ich ganz doll geheult habe vor der ganzen Produktion, dass sogar die vom Fitting geweint haben mit mir, die Leute haben mit mir geweint, also keine Ahnung, Khadija, selbst Bommel hatte Tränen in den Augen, so wirklich alle haben geheult. Nach dem Tag ist der Psychologe heimgeflogen und 3 Tage später bin ich geflogen. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Wahnsinn. Und dann war ich auch die Einzige von uns, die geflogen ist, die danach noch mit der Produktion telefoniert hat und gefragt hat, ey, ist alles okay bei dir? Brauchst du den Psychologen? Deswegen, keine Ahnung. Aber was ich weiß, wenn du das jetzt sagst, hast du natürlich das Gefühl, dass das der Grund war. Ja. Aber gleich, also wissen wir nicht, ist jetzt alles Spekulation. Aber eigentlich, was mich immer bei solchen Sachen beruhigt, weil ich weiß nicht gerade... Wird ja sehr oft wieder auch über andere Reality-Shows gesprochen. Ich werde ja oft von Journalisten angerufen von ein paar Tagen, die fragen, Ramon, wie ist denn die Sorgfaltspflicht der Produktion, was Psychologen die betrifft? Die haben sich echt Mühe gemacht. Und da habe ich auch gesagt, bei Germany's Next Topmodel kann ich euch sagen, ist immer jemand da, auch wenn das ganze Ding eigentlich vorbei ist. Ja, ich kann den immer noch anrufen. Und du kannst, genau, und jetzt bist du raus und du wirst den immer noch anrufen. Bei manchen Produktionen ist es nicht so. Ich kenne auch viele, wo es auch so gut, das ist ja eigentlich was Gutes. Ja, voll. So. Deswegen, ich war in dem Moment auch, ey, danke, war zwar nicht nötig, aber danke. Mhm.
Und ich kann es auch verstehen, dass es heikel ist. So, in dem Moment war ich vielleicht auch es ist so eine tickende Zeitbombe. Also man kann das nicht einschätzen, vor allem nicht als außenstehende Person. Ja. Ja. Na gut, dann danke ich dir erstmal für dieses. Oh, jetzt kommt hier der Hund flitzt jetzt hier lang, hat man es bestimmt gehört. Dann danke ich dir auf jeden Fall mal für diese, wie sagt man, für diese Einblicke in dein ganzes Leben. Ich fand es mega spannend. Ich Danke. finde, du hast auch, also ich hatte jetzt, ich hoffe, ich bin dir nicht zu nahe getreten bei Nö, irgendwas. nö, nö. Ne? War Alles alles gut. gut? Ja. Und dann gucken wir mal, wie der Weg weitergeht. Ich meine, wir werden uns eh Weitergeht. öfter sehen. Also. Ja. Aber was hast du gesagt, ob er weitergeht? Nee, wie er Ach so, ich wollte weitergeht. gerade sagen, dass er weitergeht, bin ich mir sicher. Wie er weitergeht, musst du am Ende entscheiden. Ja. Und vor allem, wo wir wieder am Ende, wieder am Anfang sind, du musst, glaube ich, immer darauf hören, womit du dich am wohlsten fühlst und nicht damit, womit du vielleicht am meisten Anerkennung bekommst. Ja, Ja? deswegen, es geht mir jetzt auch gar nicht um die Reichweite oder sowas. Ich bin voll dankbar. Ich habe Ja, auch aber Leuten Reichweite ist gelernt, auch wichtig. Also klar, die Leute natürlich, sagen am Ende immer, des die gehen ja auch Tages rein. das, womit Ja. ich nach Hause gehe. Aber zum Beispiel, ich merke das jetzt auch, wie ich rausgehe. Ich strahle was ganz anderes aus. Meine Freunde sagen, Nuri, du wirkst ganz anders als am Ja. Anfang. Ich wirke so viel selbstbewusster. Und das stimmt auch. Wer kann behaupten, von Heidi gehört zu haben, so, hey, ich sehe was in dir. So, ich habe Hoffnung in dir. Du siehst toll aus. Also, Ist auch so. das ist schon krass. Und dafür bin ich für immer dankbar und ich werde das für immer im Herzen tragen. Das sind schöne Schlussworte. Ja. Dann danke ich dir. Und auch wenn sie sagt, dass ihr die Follower egal sind, und ich weiß, dass die Follower nicht das Wichtigste im Leben sind, Aber aber in trotzdem dem gerne folgen. Business sind sie tatsächlich wichtig, weil jede Modelagentur listet inzwischen die Ja. Followeranzahl neben der Setcard. Ist echt so. Auf der Homepage. Folgt ihr gerne bei Instagram. Wir verabschieden uns. Ah, Willst du noch was sagen? meine Favoriten. Haben wir die vor gar nicht zurück? Du hast gesagt, warte mal, jetzt komme ich ja bei euch nach. Ich habe dich gefragt, wer dir als allererstes aufgehört hat, Ach hast du so, ich, gesagt, aber. Aldin. Ja, Aber wer sind denn Stand jetzt deine ja. Favoriten? Also von dem, was ich natürlich jetzt auch gesehen habe und was ich selbst erlebt habe. Ach stimmt, ich vergesse immer, dass du ja eigentlich die Leistungen erst jetzt siehst und gar nicht weißt so richtig, wie die waren, Ja, ne? genau. Also von den Mädels, ganz weit oben ist bei mir Sada vom Catwalk vor allem. Sada wird so unterschätzt, wie krass sie auf dem Catwalk ist. Und Khadija, das sind so meine Favoritinnen. Und jetzt bin ich bei Und den von Männern den gespannt. Jungs sehe ich Linus sehr Ah ja, weit. gut, das ist a Surprise, ja, wir alle. Und Jermaine. Finde ich auch gut. Ja. Okay, was sind eure Favoriten? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.